Herzlich willkommen, Entrepreneure. Heute habe ich wieder was Spannendes für euch mitgebracht, nämlich Faltins drei Schritte. Er sagt ja, es ist etwas falsch an der Art, wie wir versuchen zu gründen. Dabei geht es auch ganz anders. Ein Ideenkunstwerk schaffen und das eigene Unternehmen aus vorhandenen, jedermann zugänglichen Komponenten zusammensetzen. Den Kopf frei halten für die wichtigen Fragen. Den Horizont im Auge behalten, statt in Alltagsanforderungen unterzugehen. Nun ein schöner Traum. Keineswegs für heute erfolgreich gründen wohl, muss sogar so vorgehen. So weiter Faltin. Und dann sagt er, ich habe drei Schritte, wie man vorgehen muss, um damit wir dorthin kommen. Und möglicherweise revolutionieren die Art und Weise, wie wir Unternehmen gründen. Lassen wir uns mal überraschen. Schritt 1, sagt er, ist folgender. Wir müssen anfangen, etwas zu unterscheiden. Wenn wir mit der alten Sichtweise, mit alten Brillen auf dieses Thema rangehen, da ist ja alles verschmiert, da gibt es viele Meinungen, wie es geht, manche wissen es und manche können es, die wenigsten sind erfolgreich, also brauchen wir erstmal eine klare Sicht. Und dabei fängt er also mit Folgendem an, dass wir unterscheiden. Das ist der leichteste Schritt, man hat im Kopf was zu machen, eine Trennung. Wenn wir das Wort Unternehmer hernehmen, das ist im Deutschen, da hängen drei weitere Funktionen noch dabei. Einerseits das Managen, das Unternehmen, den organisatorischen Teil von des Unternehmens am Laufe zu halten. Dann haben wir die Inhaberfunktion, ist auch im Unternehmer dabei. Und auch den innovativen Teil. Man hat zum Beispiel das Unternehmen mal mit einer ganz innovativen Idee begonnen, bei dem wird was Neues erfunden. Das eine oder andere Unternehmen. So hilft es uns nicht weiter. Wir machen jetzt eine Trennung, eine Unterscheidung. Zwar unterscheiden wir den Teil Innovation plus Unternehmen von dem Teil Management und Unternehmen. Es gibt aber leider im Deutschen dafür kein Wort. Also leihen wir uns mal was aus und das Englischsprachige bietet da was an. Der Teil mit der Innovation, das nennen sie Entrepreneur, das ist der Entrepreneur, der kreative, der innovative Teil eines Unternehmens ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Business Administration und so fort. Ja. Das heißt, wir machen hier eine Arbeitsteilung. Wie es in der ganzen Wirtschaft auch geht, auch für den Gründer eine Arbeitsteilung. Wir kümmern uns als Gründer auf den kreativen, innovativen Teil. Alles andere wird delegiert. Es gibt andere, die das viel, 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 viel besser können als wir selber. Und damit kommen wir viel, viel näher am Künstler, wenn wir auf die Art und Weise vorgehen. Zwei Beispiele dazu. Einmal noch der Komponist, eine Art von Künstler. Der spielt ja auch nicht alle Instrumente. Posaune, Bass. Streichwerkzeug. Der kann vielleicht ganz gut einen Synthesizer, ein E-Piano spielen, aber eine Flöte und so weiter setzt aus. Nur er setzt eben diese Komponenten zusammen, um ein Stück zu erstellen. Komponist. Oder auch der Kapitän. Der Kapitän. Ja, dessen Aufgabe ist zum Beispiel von einem Hafen in China, von Fuchuan, das Schiff nach Hamburg zu bringen. Er ist kein Navigationsexperte, er ist kein Maschinist, er ist kein IT-Experte, sondern er konzentriert sich auf den Horizont, auf das Schiff sicher hinzubringen, auf Trends, Wetter und so fort. Genau diese Arbeitsteilung machen wir jetzt hier auch. Das ist der Schritt 1, sagt der Faltin. Der Schritt 2 ist dann schwieriger. Da geht es jetzt darum, eine Idee auszuarbeiten, ein Konzept, ein unternehmerisches Konzept. Ja, das ist der leichteste, das ist der schwierigste Schritt. Das ist so eine richtige Knacknuss, bis man da etwas gefunden hat. Da muss man ziemlich lang dran bleiben, systematisch auch immer wieder arbeiten. Und ich hatte am Anfang dieses Buch gelesen, aber etwas war gleich schwierig da was zu finden. Deshalb habe ich ja jetzt in Uster was gegründet, wo wir uns einmal bis zweimal im Monat treffen, uns gegenseitig unterstützen. Da findet man so Sparringspartner. Und wir konzentrieren uns also auch hier beim Lebenszyklus von der Firma, da ist die Geburt, da stirbt sie und hier bevor es losgeht. Ja, eine Idee ausarbeiten. Nochmal, wer da mal kommen möchte, das ist das Café der Trüff...
Trüffelschweine. Wir wollen da genauso die Trüffel wie die Schweine, heute sind es ja keine Schweine mehr, Hunde, aber früher waren es ja Schweine. Die haben diese wertvollen Pilze gefunden, sehr, sehr teuer. Und bei uns geht es auch dann, dass wir die wertvollen Geschäftsideen schnuppern, finden, rauskommen. So, damit haben wir den zweiten Schritt. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Das ist der Schritt, der Sie unabhängig macht, fast unabhängig macht von Kapital. Jetzt geht es darum, zu dem Konzept die Komponenten finden. Sprich die Firmen, die diese Dienstleistungen abnehmen können und bisher schon anbieten. Die Spezialisten, da gibt es heute zig spezialisierte Firmen. Und wenn wir da zum Beispiel Logistik hernehmen, brauchen wir nicht mehr selber machen, brauchen selber nicht die Logistik aufbauen. Das Fulfillment können wir übergeben. Qualitätssicherung, Buchhaltung, Bestellwesen, all das ist heute möglich. Also hier machen wir dann den dritten Schritt, die Komponenten finden. Komponenten finden. Okay, Schnelldurchgang. Schritt 1, unterscheiden wir im Kopf, klare Sicht. Schritt 2, das Konzept. Das ist der leichteste Schritt, das ist der schwierigste Schritt. Und der dritte Schritt, die Komponenten finden, der macht dann fast unabhängig eben vom Kapital. Das wäre es für heute, bis auf einen anderen Clip.